Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, dass es bei euch richtig ramontig ist, richtig alles nice am Start ist, dass es euch gut geht und dass ihr gut geschlafen habt, einen tollen Wochenanfang und so weiter und so weiter. Wir kennen das alles. So, Patch Notes, meine Freunde, aber nicht Teamfight, sondern Patch Notes 9.24. Preseason Patch Notes quasi. Das heißt, ja, wir sind noch in der Preseason. Ich bin aktuell am meisten am Tryharden gerade irgendwie, zumindest mit meinem Yasuo. Keine Ahnung warum, gerade in der Preseason, aber nö, die einen trollen, die anderen üben, wie man es auch so möchte. Was passiert? Morgen kommt der Patch live und wir haben als erstes Aphelios. Aphelios wird auf die Server kommen. Ich würde euch natürlich absolut raten, diesen Champion erstmal zu bannen, denn so, ich meine, okay, es ist Preseason, aber klar, niemand hat Bock, in der Preseason zu verlieren im Ranked und deswegen würde ich ihn wahrscheinlich schon erstmal bannen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ich denke, er ist gar nicht so schwer. Ich habe ja schon meine Meinung kundgetan zum Champion. Er ist gar nicht so unglaublich schwer, wie man gedacht hat. Aber um wirklich alles aus ihm rauszuholen, muss man doch so ein bisschen, so ein bisschen Management schon haben. Also er ist auch nicht turbo einfach. Und man ist sehr, sehr schnell lost, wenn man nicht das Ganze im Kopf hat. Okay, wie muss ich das jetzt kombinieren? Ne? Man sollte schon wissen, hey, welche Kombos habe ich? Was kann ich am besten wann benutzen? Akali. Akali wird genervt. Der Champion tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Ich habe irgendwie, also ich weiß nicht, ich sehe gar keine Akalis und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie insane broken ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das wieder so ein Pro-Ding. Weil das eine ist auf jeden Fall ein Pro-Ding. Denn die Hitbox von der Q, der 5-Point-Strike, ging nämlich auch hinter ihr so ein bisschen. Genauso bei Evelynn. Ja, Evelynn trifft ja auch hinter sich die Gegner. Und so konntest du als Akali dich vor die Nahkämpfer stellen, hast die Blades nach vorne geworfen und die Minions hinter dir getroffen, was ja gar keinen Sinn macht. Und das ist allerdings quasi nur Nerf für Pro-Spieler. Allerdings wird auch ihr Bonus-Damage an Minions reduziert um 8%, sobald sie 5 Punkte drin hat. Weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss, aber ja, also ich mochte Shinobi Akali sehr, sehr gerne, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall erstmal in Winterruhe gehen, was Akali angeht. Ich bin ja schon lange in Winterruhe, Herbstruhe. Amumu. Amumu wurde mal gebufft, dann wurde er richtig krass genervt und jetzt kriegt er wieder ein bisschen Energie zurück. Er hat jetzt nur noch 10 Sekunden Cooldown im Early Game auf seiner Q. Das heißt, ja, ihr habt ein paar mehr Qs. Ist jetzt nicht insane krass. Es gab auch einige Amumu-Spieler, die die Q als erstes gemaxt haben. Da ist es natürlich jetzt nicht so geil. Naja, aber das lohnt sich jetzt. Gerade jetzt lohnt es sich mehr, die Q nicht als erstes zu maxen, weil die jetzt eh schon 10 Sekunden hat. Vorher waren es halt 12 Umgehungen auf 8 runter. Ist nett. Braum. Braum ist ein Champion. Normalerweise ist es so. Braum ist ein Warden, ja, so wie aus TFT. Und diese Champions sind gut dafür, gegen Nahkämpfer zu peelen. Ja, das heißt zum Beispiel, eine Leona ist gut gegen Nahkampf, gegen Irelia, gegen, also Nahkampf-Supporter, gut gegen andere Nahkämpfer. Das ist so die Grundidee. Allerdings, und schlecht gegen Fernkämpfer. Ja, Leona ist jetzt nicht so geil gegen irgendwie eine Ashe oder irgendwie sowas, wenn sie die nicht gerade stunt und tötet. Und Braum ist so eine Ausnahme, denn er hat sein krasses Eisschild, der stellt sich einfach hin und killt alles. Und das soll so ein bisschen, oder also er sorgt dafür, dass nichts gekillt wird. Und dadurch killt er alles. Und das soll so ein bisschen verändert werden. Und zwar ist es nämlich so, dass man sagt, okay, hey, er soll nicht mehr dafür so gut gegen Nahkämpfer sein. Er soll gerne gegen Fernkämpfer stark genug bleiben, aber nicht mehr ganz so krass gegen Nahkämpfer. Um das zu erreichen, kriegt er erstmal mehr HP und mehr HP-Regen. Seine W, also das Springen tatsächlich, ja, hat weniger Cooldown, kostet weniger Mana. Und jetzt ist es so. Er gibt seinem Verbündeten jetzt nicht mehr so viele Resistenzen. Ja, das heißt, vorher hat er 16% Bonus gegeben, jetzt 12%. Das ist zu, also ist gar nicht mal super harter Nerf. 4% weniger. Er macht aber sein Ziel jetzt nicht mehr so tanky. Das heißt, wenn eine Irelia auf deine Ashe geht und du die Ashe anspringst, kriegt sie zwar ein bisschen Resistenzen, aber die Irelia macht deutlich mehr Damage an den Gegner, weil, ne, die Ashe nicht mehr so tanky ist. Aber dafür kann er sich jetzt halt super, er kriegt jetzt 36% Selbstbuff, ja. Er schildert ja den Verbündeten und sich selber. Und der Selbstbuff ist jetzt insane. Weil vorher hat der Scale gescaled mit dem Level. Das heißt, bei Level 1 habt ihr plus 10% bekommen. Und auf Level 5 16. Und jetzt bekommt ihr sofort 36% Bonusresistenz. Das heißt, ihr macht die E oder die W auf dem Verbündeten und seid super tanky und könnt alle Skillshots und so einen Scheiß abfangen. Wenn ihr gerade, selbst wenn ihr euer Schild nicht ready habt oder sowas. Bringt euch aber natürlich nichts gegen Nahkämpfer, weil die euch eh nicht angreifen. Aber ist nett. Ultimate macht mehr Schaden und knockt länger hoch. Das ist ungefähr, was man sagen kann. Es lockt vor allem dann länger hoch, wenn der Gegner weiter entfernt ist. Je weiter der Gegner entfernt ist, umso höher wird der Gegner genockt. Das ist ziemlich cool. Also overall ist das hier alles ein Buff, Leute. Das ist, also die 4% hier, da machen wir jetzt wirklich keinen Fass auf. Da wird kein Fass geöffnet. Das ist alles ein wirklich guter Buff. Diana. Das Diana-Rework. Ich habe es auf dem PB gespielt. Meine Meinung kennen die meisten von euch. Ich kann sie gerne nochmal zusammenfassen.
dieses Update ist scheiße. Aber reden wir erstmal drüber. Sie bekommt mehr Mana, ihre Passive. Ne? Viele haben gar nicht verstanden, ja, Tobi, warum findest du sie denn so scheiße? Sie, ja, ihr Damage wird gekillt, meiner Meinung nach. Also, okay, fangen wir an. Erstmal bekommt sie jetzt 10 bis 40% Attack Speed permanent. Das ist cool. Vorher war das nämlich nur, wenn sie gezaubert hat. Und das ist ein Buff. Denn das Ganze wird verdreifacht auf 120%, wenn sie zaubert. Und vorher war es 90%. Das heißt, hey, wir haben hier mehr Attack Speed. Allerdings bekommt sie kein Mana wieder. Das ist komplett gestrichen worden. Und der Schaden, Leute. Vorher war es 20 bis 250, bleibt allerdings 0,8 AP Power. Das sind jetzt 0,4. Das heißt, hier gehen uns 0,4 flöten und das war gerade zum Tower Shredden super krass. Klar, dafür haben wir etwas mehr Tech Speed. Beim Tower Shredden gleicht sich das etwas aus, aber also da fehlt super viel AP. Super viel. Holy shit. Crimson Strike etwas weniger Mana kosten. DW hat jetzt mehr Cooldown im Early Game. Wahrscheinlich soll das so ein bisschen dafür sorgen, dass sie nicht so krass im Jungle ist, dass sie ein bisschen mehr auf die Fresse bekommt. Ihr Schild, das Interessante ist hier, hat jetzt weniger, aber scaled mit HP. Mit Bonus-HP. Allerdings macht es auch wieder weniger Schaden. Vorher konnte es bis zu 0,6 AP Power Damage machen, jetzt noch 0,45. Wieder weniger Damage, merken wir uns. Lunar Rush. Das ist ja das Interessante. Das heißt, ihre E und Ultimate wurden getauscht. Ihre E ist jetzt der Springen und ihr R ist jetzt das Zusammenziehen. Der Lunar Rush hat im Prinzip mehr oder weniger denselben Cooldown wie die Ultimate, wenn wir das mal so vergleichen dürfen. Das heißt, da tut sich nicht viel. Allerdings hat das Ding deutlich weniger Schaden. Ja, 40 Damage statt 100. Vor allem müssen wir berücksichtigen, hey, du konntest die Ultimate, wenn du es gut gemacht hast, dreimal machen. Ja, das heißt, wenn wir das jetzt so zusammenziehen, fehlen dir 60, 120, 180 Damage. Oder mindestens so 120 Damage, wenn du es zweimal machst. Auch die AP-Power wieder um 0,2 reduziert. Das Ganze, man springt mindestens immer zweimal, das heißt 0,4 weniger AP-Power. Im besten Fall, wenn ihr gute Diana-Spieler seid, sogar dreimal springen, dann habt ihr 0,6 AP-Power weniger. Das ist wieder super krass. Also wir kommen jetzt schon auf über 100% AP-Power-Scaling, die uns fehlen, die weg sind. Yeah. Dafür kommen wir jetzt zur Ultimate. Die Ultimate zieht nämlich nicht nur ran, sondern macht auch Schaden. Der Cooldown wurde, glaube ich, ein bisschen reduziert. Ich glaube, auf dem PBE war das vorher höher. Da habe ich mich sehr drüber aufgeregt, dass das viel zu hoch war. Scheint, ich glaube, es waren so 140. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ist jetzt auf jeden Fall deutlich geringer. Slow ist stärker. Und Diana zieht die Ziele zusammen. Und nach einer Sekunde kriegen sie Schaden. Der ist natürlich jetzt komplett neu. Und 0,6 AP Power. Und das Ganze kommt nochmal 0,15 drauf, wenn ihr mehr Gegner zusammenzieht. Das heißt, für jeden Gegner, den ihr zusammenzieht, macht ihr zusätzlichen Schaden und mehr 0 AP Power. Das heißt, wenn ihr zwei Gegner, also wenn ihr insgesamt 3 ranzieht, dann kriegt ihr hier 0,3 noch drauf. Kommen also auf 0,9, das ist sehr stark, müssen wir ehrlich sein. Auch der Base Damage ist fein. Ich glaube, die dritte Stufe könnte ein bisschen höher sein, aber ist fein. Das Problem, was ich so ein bisschen mit dem Rework habe, ist, ich meine, es ist fair, weil zum einen hat man jetzt ein bisschen Mobility im Early Game. Man kann sogar im Jungle ganken. Aber man muss auch sagen, ja, also man hat jetzt auch Counterplay gegen Diana. Klar, es, ne, der eine Punkt war, wir wollen sie besser machen, aber zum anderen, wir wollen auch, wenn sie krass ist, sie schwächer machen. Denn ihr könnt jetzt eine Sekunde, erst dann kommt der Damage. Wenn ihr also einfach die Ultimate von Diana flasht, dann ist sie useless. Wenn ihr also im Late Game einen wirklich wichtigen Fight auf einen AD Carry engage und er wegflasht, dann seid ihr nicht nur tot, sondern der AD Carry lebt auch. Ist super, super scheiße. Super, super, super scheiße. Super, 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 super scheiße. Klar hat die Ultimate vorher auch kein Damage gemacht. Aber jetzt fehlt euch ja der ganze Damage im Kit, ja? Überall fehlt Damage jetzt. Und wir müssen berücksichtigen, was mir extrem aufgefallen ist. Nur die E in der Laning Phase bringt eigentlich, ich bin jetzt ein bisschen harsch, glaube ich, nur was gegen Noobs. Aber das habe ich in meinem Video ein bisschen, wenn man halt ohne den Gegner zu slowen auf den Gegner drauf geht, dann läuft der halt einfach weg. Und also weiß ich nicht, in den einen oder anderen Matchup wird es gut sein, aber ich glaube, gegen starke Spieler ist es eher nicht so ganz so geil. Aber lassen wir uns da überraschen. Das, was mich am meisten aufregt, ist halt, dass die Ultimate jetzt so viel Cooldown hat, beziehungsweise das Ranziehen. Und dadurch fehlt halt super viel Utility. Du konntest vorher in der Lane immer mal schön draufspringen, zack, zusammenziehen. Ohne das Zusammenziehen ist Diana überhaupt nicht smooth. Da fehlt irgendwie was im Kit. Ja, du springst drauf, ziehst zusammen und dann kannst du schön was machen. Und jetzt hast du die Kombo nur alle 100 oder 90 oder 80 Sekunden und das fühlt sich total unvollständig an. Das ist so, als wenn du auf Set kein Q hast oder so, gefühlt. Oder E, da fehlt einfach ein Spell. Das heißt, wenn du in der Laning Phase einfach Q, E machst, geht einfach weg, der Gegner. Das ist total dumm. Ja, weiß ich nicht. Mir gefällt es nicht. Das ist immer auf Cooldown. Ne? Wenn man Gank kommt, ist nie ready. Ich glaube, vor allem das Rework
was ihr bringen würde, wäre, wenn die eh auf Minions, auf verbündete Minions geht. Denn das Problem ist nicht, dass sie nicht rein kann, sondern das Problem bei Diana ist, dass sie einfach nicht raus kann. Wenn sie gegankt wird, ist sie das komplette Opfer. Okay, ich habe jetzt genug gechillt. Lassen wir das, wir gehen weiter. Garen. Garen wird genervt, das heißt, weniger Spins bekommt er und weniger Damage. Karma wird ein bisschen gebufft, sie wurde ja sehr viel genervt bei den Worlds. Jetzt wird sie wieder ein bisschen stärker. Kassadin wird genervt, das bedeutet, seine Q hat jetzt einen Cooldown von 11 Sekunden am Anfang und scaled mit jedem Level runter und die W gibt weniger Mana. Das Problem hierbei ist, viele Kassadin-Spieler haben 3 Punkte ins Q gemacht und dann die E gemaxt. Wenn du das jetzt machst, dann hast du eine Sekunde mehr auf der Q, das ist kacke. Ist nicht gigakrass der Nerf, aber es ist kacke. Ramos ist jetzt ein bisschen mehr nützlich im Teamfight, weil sein Taunt weniger Cooldown hat. Ryze wird genervt, sein Q macht weniger Schaden im Early Game und auch im Late Game. Das ist definitiv 15 weniger Schaden und das wird ja auch erhöht. Das heißt, er geht noch mehr Damage flöten. Senna ist zu krass. Vor allem als AD Carry wird sie genervt, aber auch generell. Das heißt, weniger AP und es droppen jetzt deutlich weniger Geister, wenn Senna Minions killt. Das heißt, für AD Carry super krasser Nerf tatsächlich. Und Champions droppen keine Seelen mehr. Warum man das macht, verstehe ich nicht. Ich finde, das sollte belohnt werden, genauso wie bei Thresh, aber Q macht weniger Damage, hat weniger Scaling, W hat weniger Duration am Anfang, rootet also nicht so lange und die Ultimate Scale Stärke mit AP, keine Ahnung, was das soll. Sivi hat mehr Damage, Yuumi wird etwas verändert und das gefällt mir sehr gut, denn Yuumi soll ein Champion sein, der Champions bufft, die sehr weich sind, das heißt AD Carries. Für AD Carries soll dieser, die sollen krass sein und nicht so für Olaf, Garen, Hecarim, dass ein Champion, der nicht angreifbar ist, auf einem Champion ist, der unzerstörbar ist. Das ist nicht die richtige Idee, das ist kacke. Und deswegen wollen die, dass Yuumi öfter von dem Ziel runter muss, auch generell. Und eher auf weichen Zielen sitzt. Das bedeutet, ihre Spells kosten jetzt mehr Mana, deutlich mehr Mana, das kann ich jetzt schon mal teasern. Aber sie baut jetzt, wenn sie ihre Passive benutzt, 50 bis 160 Mana auf, was super viel ist. Ja, super viel. Das wird sie aber auch brauchen. Außerdem ist ihr Schild verstärkt worden. Das gibt jetzt 400 statt 300. Das heißt, die Passive, du musst, wenn du, dieses ständig AFK auf AD-Carries rumhocken, ist nicht mehr. Ne, ihr müsst runter und das hier nutzen, sonst seid ihr kacke. Die Q macht weniger Schaden und hat mehr Mana-Kosten. Und die Missile-Duration ist kürzer. Man hat aber mehr Base-Damage, muss man sagen, aber weniger AP-Power. Muss man überlegen, wie das jetzt alles so kommt. Aber ja, Missile Duration noch 2 Sekunden. You and me. Das ist jetzt interessant. Und zwar ist es so, dass wenn ihr auf niemanden drauf seid und auf jemanden drauf wollt, habt ihr 0,25 Channeling-Zeit. Das bedeutet, da könnt ihr Yuumi angreifen. Und das, was wichtig ist, wenn ihr Yuumi CC't, ja, dann hat sie 5 Sekunden Cooldown auf der W. CC drauf, 5 Sekunden Cooldown. Super krass. Ihr könnt sie also catchen. Sie teleportiert außerdem nicht mehr mit ihren Verbündeten in die Base. Das heißt, sie muss selber zusehen, wie sie nach Hause kommt. Und ihre W gibt aber auch bessere Stats jetzt. 20% statt 16. Ist krass. Ihre E heilt jetzt deutlich krasser. Der Heal ist jetzt auf 230 statt 70 und hat ein besseres Scaling. Wobei das Scaling irgendwie trotzdem kacke ist. Und hat aber nur noch einen Stack. Aber gibt zusätzlich dafür jetzt 45% der Attack-Speed zu sich selber oder dem geankerten Ziel. Ist super krass, hat dafür aber auch wieder kein Target-Missing-Health. Das ist dafür gut, dass halt dann nicht so Tanks wie Garen, die halt, ne, super unzerstörbar am Leben gehalten werden. Hat weniger Cooldown, also das hier mit dem E ist auf jeden Fall ziemlich cool, muss man sagen. Und das Movement-Speed ist zwar etwas schwächer, decayt dafür aber nicht mehr. Mana kosten 160, das heißt, ihr seht, ihr braucht das Mana. Finde ich, ist eine sehr, sehr coole Änderung. Gefällt mir. Hier steht aber noch, was ich nicht verstehe. Hey Leute, hört auf, Komet zu spielen. Nehmt Airy. Steht hier. Wenn man aber auf Pro-Builds geht, spielen alle Pros mit Komet. Keine Ahnung. Die werden ja nicht dumm sein, oder? Aber wahrscheinlich spielen die aggressiver. Und dann gucken sich das die schlechteren Spieler ab. Conqueror hat jetzt noch 6 Sekunden Cooldown, Duration statt 8. Und für Range Champions ist der Heal auf 8% reduziert. Das heißt, für Cassio und Ryze und so deutlich schwächer. Omnistorm wurde super krass gebufft. Denn das Ding funktioniert jetzt. Erstmal gibt es euch Feedback, was genau passiert ist so. Na, wie oft was passiert ist. Und es wird jetzt, wenn kein Gegner in der Nähe ist, dann proc Predator. Dann ist die Chance höher, Predator zu procken. Wenn der Gegner low ist, dann Dark Harvest. Wenn man selber viel Attack Speed baut und ein lower Gegner da ist, Hail of Blades. Wenn man viel AP hat, dann Conqueror. Fleet Footwork, wenn man selber wenig AP hat. Glacial Augment, wenn man ein Glacial Item hat. Und Airy, wenn man chillen oder heilen kann. Ist ziemlich cool, wüsste aber immer noch keinen Champion, auf den ich das wirklich haben will. Ja. Das war's soweit mit den Patch Notes. Wir können nochmal ganz quicken Quick Luns in Teamfight Tactics machen. Muss wirklich schnell gehen. Senna kommt dazu
Und Senna, Amumu und Lucian. Senna und Lucian sind Soulbond. Das heißt, wenn einer von den beiden stirbt, dann wird dieser zu einem Geist und kämpft die ganze Zeit weiter unsterblich, bis die andere Person stirbt. Ist super krass, weil Lucian ist eine 4er-Tier-Unit mit Light. Da kann man richtig krasse Sachen mitmachen. Du lässt also Lucian, stellst nach vorne, lässt ihn sterben. Dann wird der super krass gebufft durch die ganze Zeit mit Light, macht übelste Carry-Items drauf. Und Senna musst du halt tanky machen und irgendwo hinten hinstellen. Sie ist übrigens Shadow. Also wir haben Light und Shadow dann zusammen. Lucian hat als Ultimate sein Culling, das böllert über die Map, kennt man ja. Und Senna hat, dass sie über die Map schießt mit ihrer Q und Leute bufft, dass sie mehr Magic on it Damage machen. Amumu kommt auch dazu, ist eine T5-Einheit, ist ein Warden und Inferno und macht halt seine Ultimate. Das Dings wird geupdatet, das bedeutet, ihr seht jetzt hier so eine bessere Anzeige. Ihr seht auch, wie viel Gold ihr bis zum Level-Up braucht und ihr seht jetzt hier die Chancen, die den meisten wahrscheinlich eher angezeigt worden ist. Dann haben wir noch den Return-to-Home-Button. Bedeutet, ihr könnt jetzt, wenn ihr in diesem Karussell seid, einfach Home drücken. Ist super krass, ist auch super überfällig, muss man tatsächlich sagen. Berserker wird gebufft, wenn ihr 6 Berserker habt, dann kriegt ihr 25 AD. Cloud hat jetzt bessere Stats, Elektrik macht mehr Damage. Inferno ist jetzt schwächer, kann, wir müssen das mal ein bisschen verschieben hier. Inferno ist jetzt schwächer, kann aber über Crits geprockt werden und auch auf mehreren Feldern. Das heißt, wenn ihr jetzt mehr Infernos habt, dann kann das sogar auf 3 oder auf 5 Felder gehen. Light ist gebufft worden, das heißt, hier haben wir ein besseres Stats. Ocean, aber nur bei den ersten beiden, das letzte ist gleich geblieben. Ocean ist der zweite schwächer geworden. Ranger wurde gebufft, gerade vor allem auf 6er Ranger, gibt jetzt 100% Attack Speed. Aber ja, auch die anderen beiden Rangers sind stärker geworden. Shadow wurde jetzt, weil natürlich eine Shadow-Einheit dazugekommen ist, auf 3 gestellt statt 2. Ihr braucht also 3 Shadows für den ersten Buff, dafür 70%, vorher waren es glaube ich 50 und bei 6 140%. Summoner ist jetzt am Anfang schwächer, später stärker. Hier habt ihr es, da, sorry, ich bin ein bisschen, ne? Dann haben wir noch einige Einheiten. Ivan ist schwächer, Maokai ist schwächer, Rennington ist schwächer, das heißt, die heilen sich weniger. Nico hat jetzt mehr Angriffsreichweite, Yasuo mehr Attack Damage. Dann haben wir Atrox braucht weniger Mana, ist also ein netter Buff. Sivi hat mehr Attack Damage, Soraka mehr Attack Range, Soraka mehr Attack Speed. Annie ist schwächer geworden. Malphite macht jetzt 1000 AOE Damage, wenn ihr den auf 3 kriegt, aber hm. Macht aber auch so mehr Damage auf Stufe 2 jetzt. Brand macht weniger Damage. Yorick hat, die Ghule haben, ja okay, sie haben nur quasi die 3er Yorick gebufft, den hat eh keiner. Taric ist jetzt stärker, braucht nicht mehr so viel Mana. Singe macht weniger Schaden. Lux wurde verstärkt, braucht weniger Mana, macht mehr Damage. Items, Phantom Dancer ist jetzt so, dass es nur noch den überfälligen Crit Damage, also der Crit Damage wird weggemacht, aber nicht mehr der komplette Attack geblockt. Der Dragon droppt jetzt nicht mehr Class Items, nicht mehr so oft, also sowas wie Light oder Berserker, das wird also, die Chance ist reduziert worden. Und ja, Giant Slayer ist ein bisschen stärker. Das ist so das Wichtigste. Damit beenden wir den ganzen Laden. Ich hoffe, das war relativ verständlich, war ein bisschen schnell. Aber ne, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen, ich habe euch lieb und goodbye. Bis dann. Tschüssikowski.